Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit euch das Wochenhoroskop, die Wochenaussicht, den Wochenausblick, wie es viele mittlerweile schon nennen mögen, mit euch teilen von der Woche vom 3.10. bis 9.10.2022. Leute, bitte, falls ihr gleich im Hintergrund ein bisschen laute Musik hören solltet, unser 15-jähriger Nachbar ist heute voll im Flow, ja, er macht heute romantische Musik an. Ich glaube, der Junge ist frisch verliebt, okay, nach der Trennung von seiner ersten Freundin. Und er genießt heute wirklich eine Power-Musik. Das ist für mich ein Genuss, ihm zuzuhören. Erleichtert mir wirklich die Vibration, die Liebe nochmal zu leben, zu spüren, wie schön es ist, als junger Mensch sich zu verlieben. Erschwert mir natürlich ein bisschen die Arbeit, aber es ist völlig okay. Bitte habt Verständnis, ja. Im Hintergrund haben wir einen Nachbarn, der 15 Jahre alt ist und meines Erachtens nach anhand der Musik total im Flow ist, total in der Liebe ist. Und ich schicke ihm und euch allen, wirklich die ihr in der Liebe seid, die jemanden vermisst, die ihr euch gerade verliebt oder nach der Liebe euch sehen, ein dickes Herz und genießt einfach jede Liebesenergie, okay? Egal wie alt ihr seid, denkt dran, meine Videos sind auch für alle, die 18 Jahre aufwärts sind. Egal, ob du Single bist, verheiratet bist, Witwer bist, ja, ältere Generation, alles ist erlaubt, alles darf sein, kommen und bleiben, wenn es zu deinem höchsten Wohle ist. Leute, wir schauen mal, was ist die Hauptenergie kommende Woche? Für einige von euch dreht es sich vor allen Dingen um die Liebe. Ja, ich sag's gerade noch, die Karten der Liebenden bedeutet wirklich die Liebe, die Gefühle, die emotionale Welt zu sortieren, jemanden bei sich haben zu wollen, jemanden zu vermissen, jemanden neu kennenzulernen. Aber vor allen Dingen bringt uns diese Karte immer wieder in den Moment zurück zu erkennen, wir haben die freie Wahl zu entscheiden, alleine zu bleiben, zwischen zwei Personen, zwischen zwei Wege, eine Gemeinschaft einzugehen, ja, uns frei zu entwickeln, frei von Ängsten und Sorgen zu sein, die Gefühlsebene kommende Woche in allen Richtungen zu sortieren. Das heißt, die Hauptenergie, wir gucken gleich in die Liebe, in die Partnerschaft, überall rein, okay? Aber jetzt geht es darum, die Hauptenergie kommende Woche wird sein, fühle. Du darfst fühlen, was auch immer du fühlst. Trauer, Wut, Sehnsucht, Liebe, Enttäuschung, Schmerz, ja, Glück. Du darfst kommende Woche alles fühlen und dich dann entscheiden, wo geht deine Reise dich hin? Bleibe ich in dieser Negativität? Bleibe ich in diesem Schmerz? Oder öffne ich mich wirklich dieser Liebe, dieser alten Liebe oder einer neuen Gefühlsebene? Egal, ob dich die Menschen verstehen oder nicht, kommende Woche geht es für viele darum, neu eure Gefühle zu justieren und neu eure Gefühle anzugehen. Wir gucken jetzt mal, wir schauen uns die Liebe, den Beruf, die Gesundheit, die Finanzen, alles an. Okay? So, wir gucken mal. In der Liebe, ja, schaut mal. Die Singles, die Witwer, die ältere Generation, die Menschen, die wirklich jemanden in ihrem Leben als Partner haben möchten, aber auch die Gefühle, die Liebe innerhalb der Familie. Mit der Karte des Magiers haben wir kommende Woche schon die Möglichkeit, ja, inspirierende Energien zu teilen und aufzunehmen. Die Singles, ihr habt die Möglichkeit, ja, aus einer Stagnation herauszukommen, aus einer Unsicherheit herauszukommen, eine Entscheidung zu treffen, ob es schon der richtige Moment ist, sich jemanden anzuvertrauen, dieses Verliebtsein auch in eine langfristige Partnerschaft zu bringen oder lieber noch 7 Tage, 8 Tage zu warten, um dann mal zu schauen, ob du wirklich bereit bist. Die Singles, die Witwer, die Alleinstehenden, okay, die liebeshungrig sind, es schießt sich ein Zyklus in der kommenden Woche in der Finanzebene, die sehr verbunden ist mit der Gefühlsebene, weil für viele Menschen heißt es, wenn die Finanzen reguliert sind, wenn ich finanziell unabhängig bin, wenn ich finanziell stabil bin, kann ich mich auch der Liebe öffnen, weil ich bin unabhängig von einem Menschen und ich kann auch wirklich dann nicht abhängig sein von jemandem. Okay, also es ist wichtig, dass wir hier die Finanzen in der Liebesebene erwähnen, weil das hat für viele eine Bedeutung. Nicht nur darum, ob es in der Liebe jemanden gibt, ja, sondern für viele von euch geht es auch darum, emotional was zu klären mit einem Ex-Partner, mit einer Ex-Partnerin. Ja, nicht in der Wut zu bleiben, sondern Verständnis für diese negative Energie zu haben. Vielleicht ist jemand gerade wütend auf dich, okay, und äußert diesen Unmut. Bleibe du trotzdem in der Liebe, bleibe trotzdem im Verständnis. Du musst mit diesen Menschen ja nichts zu tun haben, aber gehe in das Verzeihen rein, damit dein Liebesweg auch wirklich frei ist, okay? Die Partnerschaften,
haben hier eine große Energie kommende Woche, wo es um die Kinder geht, wo es um Erneuerungen geht, ja, wo es auch darum geht, wieder mehr zueinander zu finden. Für viele Partnerschaften haben wir hier eine Überstehung, eine Überwindung nach einem Streit, nach einer Diskussion, ja, um eine Kerze, nach einer Trauer vielleicht auch, nach einem Verlust, nach einem unerfüllten Kinderwunsch. Einige von euch in einer Partnerschaft habt ihr einiges zu klären, aber ihr werdet euch wirklich vor Augen halten, wie wichtig es ist, an einer Liebe festzuhalten, wo man spürt, ihr seid füreinander bestimmt, obwohl die äußerlichen Sachen gerade ein bisschen schwerfällig sein könnten. Andere von euch seid ihr voll in der Liebe, voll im Flow, Partnerschaften laufen rund, ja, haftet nicht zu sehr an eurem Partnern. Nicht zu sehr an euren Kindern, nicht zu sehr an euren Enkelkindern, ja, sondern geht wirklich in eine Energie, wo ich sage, die Liebe hat kommende Woche, die emotionale Welt, eine große Aussagekraft in allen Energien, aber ihr habt die freie Wahl zu entscheiden, wie geht es weiter. Habt ihr keinen Kontakt zu euren Kindern oder Probleme, ja, durch eine Ex-Partnerin, durch einen Ex-Partner mit den Kindern, gebt diesen auch die Zeit, sich selber zu finden. Es kommt hier zu einer Annäherung, es kommt zu einer Klärung, es kommt auch dazu, dass die Familie generell sich wieder auf einer anderen Ebene findet, okay? Beruf und Finanzen, es kommen Neubeginne, das heißt, viele von euch werdet ihr in der kommenden Woche eure Finanzen regeln, es kommt eine Gehaltserhöhung, ein Lottogewinn für die einen oder anderen, aber es kommt auch ein neuer Berufsweg, eine neue berufliche Entscheidung, ein neues Studium, neue Möglichkeiten. Die ältere Generation, die Rentner, ihr könnt euren Zweitjob oder euren Nebenjob oder eure Zusatzrente noch ein bisschen aufstocken oder weitermachen. Achtet aber bitte auf eure Gesundheit, dass ihr euch nicht überausgabt oder verausgabt. Ja? Viele von euch überlegt ihr euch vielleicht, ein Haustier anzuschaffen. Ja, ich mag dieses Wort Haustier nicht. Das sind vierbeinige Familienmitglieder, die viel unsere Energien reinigen. Wenn ihr schon ein Haustier habt, okay, ein Familienmitglied, ein vierbeiniges, gebt denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil dieses Haustier kann ein bisschen überfordert sein. Aber in den Finanzen und in dem Beruf läuft es sehr gut. Einige von euch kriegt ihr eine Sonderbelastung, das heißt eine besondere Aufgabe, vielleicht weil ein Arbeitskollege krank wird und ihr müsst mehr leisten, ja. Vielleicht bekommt ihr eine Beförderung, vielleicht habt ihr auf einmal einen Studienkreis oder ihr macht in einer Selbsthilfegruppe euch noch aktiver oder seid vielleicht in einem Mission unterwegs, ja, was freiberuflich ist. Also die Finanzen und der Job liegt sehr gut beieinander. Obwohl ich sagen muss, aufpassen mit Überforderung. Bist du gesundheitlich angeschlagen? Warum auch immer, weil die emotionale Welt dich in der Arbeit beeinflusst, weil die Finanzen dir ein bisschen Sorgen machen, weil deine Gesundheit dir Sorgen macht. Bleib in deiner Ruhe, fühle, was zu fühlen ist, okay, und lasse es dann ziehen. Du bekommst finanzielle Hilfe durch eine Energie von Stierjungfrau Steinbock, okay, oder zumindest eine emotionale Hilfe oder vielleicht ein Ratschlag von dieser Energie, um gestärkt nach vorne zu schauen. Du wirst Konflikte finanzieller Natur und beruflicher Natur regeln. Eine neue Arbeit kommt auch auf dich zu. Aber dafür ist es wichtig, dass du physisch und psychisch auf der Höhe bist, damit du auch in dieser Arbeit volle Kraft leisten kannst, volle Energie abgeben kannst und voll in deiner Mitte sein kannst. Okay? Denk dran, du hast die freie Wahl, dich krank schreiben zu lassen, dir noch eine Auszeit zu nehmen, erstmal zu heilen, zu genesen, zu sortieren und dann in den Beruf, in den Finanzen ab nach vorne. Aber vor allen Dingen die emotionale Welt, gerade familientechnisch, ist sehr wichtig, kommende Woche nicht außer Acht zu lassen. Ja, die Gesundheit für viele kommt endlich wieder eine Verbesserung rein, endlich wieder eine Erfüllung, endlich wieder dieses Wohlfühlambiente. Ja, die Gesundheit ist das Wichtigste, was du hast, das heißt durch die Erholung, durch die Meditationen, durch die Reha, durch die Kur, durch einen Ausflug, durch einen Urlaub, durch Gespräche, kommst du in den nächsten ersten drei Tagen, ich sag mal bis Mitte der Woche, sollte sich dein Gesundheitszustand stabilisiert haben, verbessert haben oder etwas Positives kommt auf dich zu, wo du auf jeden Fall gesundheitlich wieder in den Flow kommen kannst. Wichtig ist vor allen Dingen, redet. Äußert euch. Fühlt, ja. Nicht den Kopf die Überhand lassen, nicht dem Herz die Überhand lassen, ja. Nicht euren Egos die Überhand lassen, sondern treu euch selber gegenüber zu stehen, treu auch zu zeigen, wer ihr seid, vorsichtig zu sein mit Überforderungen. Nehmt euch die Auszeit, die es bedarf, aber lasst es wirklich zu, dass kommende Woche vielerlei Hinsichten in eurem Leben sich zum Positiven verbessern können. Schaut mal, wir haben ein paar Zahlen. Wir haben die Zahl 1, die Zahl 6,
die 3, die 30, die 10, die 31, die 33, die 7, die 27, die 8, die 2, die 4, die 12, die 6, die 18 vor allen Dingen, ja, die 11 und die 10. Und hier haben wir auch noch die Zahl 37, die 7 und vor allen Dingen die 73. Und die Zahl 34, 43 möchten auch hören, Gehör finden. Hier sagen dir die Elfen, ich habe ein Elfenorakel heute hier aufgelegt. Und das heißt, höre auf deine Intuition. Durch dich fließt Magie und fließt Mut. Denk dran, das Tor in eine neue Dimension ruft nach dir. Etwas Neues möchte durch dich geschehen. Kommende Woche wirst du neuen Herausforderungen gestellt werden, die nicht immer einfach sind, aber notwendig sind. Die schön sind, die dich noch glücklicher erleben lassen werden, die Farben der Welt, ja. Aber denk dran, du kommst nächste Woche in Energie, wo du Konflikte lösen kannst, wo du erfolgreich sein kannst, wo du karmatische Situationen lösen kannst, wo du Genuss leben kannst, wo du Harmonie und harmonisierend sein kannst, aber vor allem Ding, wo du hier einen Zyklus schließen kannst, wo du in eine andere Dimension, in eine andere Sphäre kommst, wo ich sage, hoch die Tassen, absolut toll. Du darfst dem Leben die Farbe geben, die dich glücklich macht, und das ist das Motto für nächste Woche. Leute, ich wünsche euch alles Liebe, denkt dran, heute Abend 19 Uhr starten wir auf YouTube unseren Live-Chat. Haltet eure Fragen bereit, okay, damit wir euch auch wirklich das Tarot und ich und die geistige Welt die besten Energien zuteil werden lassen können. Dafür bedarf es auch euer Engagement. Private Legungen, zielorientierte Therapien. 9 Termine habe ich noch für Oktober, also schreib mich per WhatsApp an, ich antworte dir zeitnah. Jedes Abo, jedes Like ist immer herzlich willkommen. Auch deine Kommentare helfen anderen Menschen, die noch nicht ganz in dem Flow sind, zu erkennen, dass sie nicht alleine sind. Und es ist Zuspruch für ganz, ganz viele Menschen. Also traue dich, deinen Kommentar hinter meinen Videos zu hinterlassen. Ich antworte dir auch zeitnah, aber vor allen Dingen denk dran, die Monatshoroskope für Oktober sind schon raus. Zieh dir alle Videos rein, wo deine Intuition dich hinführt in meinem Kanal. Du findest immer für dich als bewusster Mensch eine Antwort, eine Wegweisung, aber auch eine Energie für dein Unterbewusstsein. Und das ist der Schlüssel in meinen Legungen, die Heilung, die Wegweisung, das Erkennen, dass deine Unterbewusstseinsenergie spürt, dass durch meine Vibration etwas sich am Lösen ist. Okay, also gehe den Weg an, es wird eine spannende Woche und ich freue mich schon darauf, auf eure Kommentare, wie ihr diese Legung seht und was in der kommenden Woche für euch zum Positiven sich entwickelt wird. Denkt dran, es geht vor allen Dingen ums Fühlen. Egal, wer euch versteht, wer euch nicht versteht, fühlt, 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 fühlt. Das ist das Wichtigste, dass du mit dir im Einklang bist. Ich wünsche dir alles denkliche Liebe und wir hören uns. Bye!